Ihr alle seid ja nicht in dieser Beziehung, weil ihr euch quälen lassen wollt, bewusst, ne? Sondern weil ihr gedacht habt, dass dieser Mensch, mit dem ihr eine Beziehung führt, euch zugewandt ist. Ja? Also alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Es ist ja so, dass gerade diese narzisstischen Beziehungen so himmelhoch jauchzend beginnen. Und wer will schon Mittelmäßigkeit, ne? Wenn er etwas himmelhoch jauchzendes haben kann. Das Problem bei der Sache ist, dass wir uns nicht aussuchen können, wen wir lieben. Das hatte ich schon im Einspieler gesagt, ne? Wir sprechen hier vorrangig über den verdeckten Narzissten. Warum? Ja, weil du den offenen erkennst. Der verdeckte Narzisst ist der gefährlichste unter diesen ganzen persönlichkeitsgestörten Typen. Weil von dem denkst du ja wirklich, der ist vielleicht ein Trottel. Der findet nie seinen Schlüssel, der weiß nicht, wo er seine Schuhe hingestellt hat, der ist so hilflos. Das kann einer sein. Oder der ist so liebenswürdig. Ja? Der räumt dir alles oder trägt dir alles hinterher. Der fragt dich am Tag 20 Mal, wie es dir geht und was er denn tun kann, dass es dir noch besser geht und so. Das heißt, du gehst in die Beziehung, weil du glaubst, bei dem oder mit dem zu leben, ist total genial. Es herrschen viele Irrlehren. Es gibt verdeckte Narzissten, die von Anfang an wissen, dass sie dich ausnutzen werden, dass sie dich runterputzen werden, dass sie ihr eigenes brüchiges Selbst an dir ausleben werden, um sich höher zu heben. Aber die meisten verdeckten Narzissten funktionieren ein bisschen anders. Die durch das schwache Selbstwertgefühl wollen sich selbst aufwerten und sehen dich zunächst mal als hochwertig an. Die verknallen sich hormonell tatsächlich. Ja, das ist nicht so, dass die diese Hormone nicht haben. Das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. Das sind keine Psychopathen. Jetzt sieht er dich und das ist in den meisten Fällen so, in den meisten. Die verknallen sich wirklich in dich, hormonell. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Sie glauben aber, sie sind. Sie glauben, sie lieben. Wenn sie verliebt sind, setzen sie das mit Liebe gleich. Deswegen sagen sie dir das auch so oft. Ich liebe dich und wollen dich ja auch und so weiter. Das ist aber nur der Anfang, weil sie dich genauso wenig kennen wie du den. Logischerweise können sie ja nicht mehr wissen. Die stellen dich auf ein Podest von selbst. Die stellen dich da hoch. Und himmeln dich an und denken, wenn ich mit der eine Beziehung führe, wenn die mich heiratet, ja und so weiter, dann bin ich gerettet. Dann habe ich dieses Schwere, diese innere Leere, dieses schwache Selbstwertgefühl los, was sie ja fühlen immerzu, weswegen sie in narzisstische Krisen rutschen. Wie willst du denn in eine narzisstische Krise rutschen, wenn du kein Gefühl hast? Es geht ja gar nicht.